offensichtlich kaum. Es passierte der tragische Unfall. Raneinhus trifft beim anderen Gastroles die rechte Seite des Renault Dallara von Wouter von Ewijk. Und der Holländer überschlägt sich und bleibt kopfüber liegen. Das Fatale am Unfall ist, dass der Überrollbügel bricht und der Kopf von Wouter von Ewijk diese Zeit schutzlos über den Boden. Das Fahrzeug hat sich nach rückwärts überschlagen, ist in einem Bereich